ich begrüße alle. Hallo. Wir sind heute in Österreich, also an der Grenze zu Deutschland. Und heute in Mürgers starten wir unsere Tour. Wir ziehen uns gleich hier um. Und dann los geht's. Bis gleich. So, ich bin jetzt parat. Jetzt springen wir auf unser Rad, ziehe gerade mal noch die Handschuhe an und dann fahren wir. So, wir sind schon an dem ersten Waldweg angekommen. Jetzt fahren wir einfach die ganze Zeit geradeaus. Und dann schauen wir mal, was da kommt. Heute sollen ca. 800 Höhenmeter sein und die Fahrt soll in etwa, ich glaube, 2,5 Stunden oder so habe ich geplant. Na gut, mit Haltepunkten, also wenn man anhält, dann ist das auf jeden Fall etwas länger. Hier S1 Trail ist, das ist schon richtig. Jetzt. Bei nächster Möglichkeit rechts. Unsere Route zurück. So, also ich habe wieder meine Strecke verlassen, weil da ging es wieder nicht. Deswegen fahren wir jetzt diesen Trail hier. Fahren wir am besten hier runter. Steine unterwegs, gefallener Baum. Wieder irgendwo unten. Oh, ich weiß, das ist scheiße, aber meine mein Tempo
Jetzt habe ich den ganzen Weg hier nach unten geklettert, also diesen Berg da oben. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Aussicht ist hier richtig cool. Fluss, hier kann man trinken bestimmt. Aber ich habe hier noch meine Flasche meine Flasche ist mit Wasser voll. Und ja, mal schauen, halt, vielleicht finden wir jetzt hier den Weg, wo wir leichter nach oben kommen. Ja, bis gleich. Wir sind fast am Hirschberg. Wir haben jetzt die ganze Zeit nach oben geschoben. Die Strecke, die ist nach oben eigentlich gar nicht zum Befahren. Also S3, S2 Trail. So, ich bin jetzt oben am Hirschberg. Oh, endlich mal angekommen, aber leider kein Wasser mehr. Und so schaut es hier oben aus. Machen wir hier mal ein bisschen Pause und dann fahren wir wieder runter zum Parkplatz und nach Hause. So geht's wieder los. Muss man aufpassen, dass man nicht in die Kuhscheiße reinfährt. Schöne Berge. Und wenige sind hier. Darf man nicht so stark beschleunigen, kommt der Zaun gleich. In dieser Hütte fragen wir nach dem Wasser. Ich habe gerade vorhin hier in dieser Hütte ein erfrischendes Getränk namens Cola genossen. Ich habe ja die Wirtin gefragt, ob ich das Wasser noch auffüllen kann. Ja, das Wasser aufgefüllt, Cola getrunken. Jetzt fahren wir zurück. Es scheint, dass ich richtig fahre, aber ich glaube, ich fahre trotzdem falsch. Weil ich sehe hier kein Trail. Ich sehe hier nur Gebüsche. Ja. Wenn jemand sieht, dann sagt mir bitte. Oh yeah. Wieder runterfahren. Das ist so gut. Ein bisschen trailen hier. Das ist ganz schön wurzelig. Aber nicht so schlecht. Bisschen droppig. Jetzt fahren wir normal wieder runter. So, hier verzweigt wieder. Ne, doch nicht. Okay, da ist nur ein Haufen. Dann fahren wir weiter hier. Hier ist bestimmt der Trail hier. Ja, nach dem ein bisschen wurzelig wieder. Hier enge Passage. Muss man vorsichtig mal fahren. Ansonsten hier alles zugewachsen. Nicht bremsen hier auf jeden Fall. Oh. Jetzt geht's weiter Richtung Mögels. Ich frag mal die Leute hier. Hallo! Entschuldigung, kurze Frage, Richtung Mögers geht's ja, hier. Gerade. Super, danke. Oh, wow.
Steine schlagen zur Verzweigung übers Dorf und geradeaus. So, da waren wir ein paar Trails, die ganz gut waren zur Übung. Jo. Wir sind fast in Mögers. Bald sind wir am Parkplatz. Noch ein kleines Stückchen und dann haben wir es geschafft. So, wir sind zurück. Puh, das war eine 4,5 Stunden Tour. Hallo. So, jetzt umziehen und heimfahren. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, meine Schwiegermutter hat mir geiles Essen zubereitet. Manti. Das werde ich gleich mal reinhauen.